und nicht schnell sein. Ist seriös und nicht offiziell sein. Und ich find's nicht witzig, wenn ich sage, ich pass nicht in diese Welt rein. Ich will auffallen, meinetwegen, wenn's sein muss, weil sonst alle gleich sind. Und jeden Tag wird mir bewusst, dass ich unter dem Druck des Alltags nicht frei bin. Ich hab keinen Bock, mich einbinden zu lassen. Ich hab keinen Bock auf Briefstrom, Jobcenter, Versicherung und Krankenkassen. Bürokratie macht mir zu schaffen. Wenn wir nicht mal unseren Alltag packen, stell ich mir nicht die Frage, welche Rente könnte zu mir passen. Seit ich mich erinnern kann, war ich schon immer komisch. Ich hab anders gedacht und fand das, was um mich rum passiert, so unlogisch. Ich wusste, was ich denke, das begreifen andere nie. Deshalb zog und zieht es mich immer noch oft in meine Fantasie. Ich war schon immer komisch und ich wusste nicht wieso. Und ich dachte, ich bin drogert, um mich anpassen zu doof. Und ich wusste, ich musste mein Komischsein so gut es geht verstecken, damit die Geier nicht meine wirkliche Persönlichkeit entdecken, weil sie fressen und zerfetzen. Statt das Komischsein zu schätzen, versuchen sie dich ein Leben lang in eine passende Form zu quetschen. Überflutung, mir wird alles zu bunt. Ich werd von Eindrücken erdrückt und fürchte mich vor meiner Zukunft. Keine Ruhe, keine Ausgeglichenheit. Ich bin nachts zu nervös, um zu schlafen. Und tagsüber zu müde, um einen wachen Kopf zu haben. Meine Antworten verzögern sich, wenn Leute mich was fragen. Ich spüre Desinteresse bei Dingen, die sonst für mich Bedeutung haben. Ich suche nur und finde nichts, die Bedingungen sind hinderlich. Es geht alles um Äußerliches, aber das spüre ich noch innerlich. Ja, Etikette wegen, weiß man sich zu benehmen. Auch wenn dann manche Handlungen nicht für das Denken stehen. Es heißt, es ist das Leben, Kompromisse einzugehen. Aber wenn alles Kompromiss ist, ist kein selbstbestimmtes Leben. Ey, verdammt, ich halt den Aufgaben des Alltags nicht mehr stand. Ich bin angespannt und ausgebrannt und eure Fressen penetrant. Ich war schon immer komisch, aber ihr seid ignorant. Und ich weiß nicht, was noch kommen soll und ich bin auch nicht gespannt. Aber es gibt zu viele Sachen, die mich ablenken, mich irritieren und ich komm nicht mehr zum Nachdenken. Und ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Wenn alles durcheinander geht, dann hab ich Angst, mich zu verlieren. Erledigung, Überforderung, bis immer nur Erwartung. Allgemeine Überforderung, komplexe Selbstverarschung. Wenn keiner mit zuhört, ich spreche gegen Ben und werd von allen Seiten vollgelabert. Dann liebe ich Rap, denn du kannst mich nicht unterbrechen mit deinem scheiß Aber. Keiner redet außer ich, Schnauze halten, hört ihr mich? Ich war schon immer komisch und das liegt an meinem gestörten Ich. Keiner redet außer ich, Schnauze halten, hört ihr mich? Ich war schon immer komisch und das liegt an meinem gestörten Ich. Keiner redet außer ich, Schnauze halten, hört ihr mich? Ich war schon immer komisch und es liegt an meinem gestörten Ich. Keiner redet außer ich, Schnauze halten, hört ihr mich? Ich war schon immer komisch und es liegt an meinem gestörten Ich. Keiner redet außer ich,